So richtig schön klammheimlich. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Also ab in Sicherheit. Wo muss ich jetzt lang? Gibt es hier noch irgendwo böse Männer? Es sieht beinahe nicht danach aus. So, ich hoffe mal, ich bin hier jetzt auch richtig. Ja, wie es aussieht, nicht. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Och, scheiße, ich will doch nicht. Ach so. Mir schon klar. Ja, blind der Janno, er ist. Vorsprung ausschalten. Ach, es gibt so viele schöne Arten, die Leute auszuschalten. Das mag ich. Und ich mag diese pompöse Musik. Das stehe ich auch total drauf. So, ich würde euch jetzt gerne irgendwo... Ist hier irgendwer? Irgendwo? Nö. So, diese von WayneTech entwickelten Sicherheitskonsolen werden in ganz Gotham zum Schutz städtischer Gebäude eingesetzt. Das ist schön zu wissen. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Im Detektivmodus. So, Beweise scannen. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Das ist mal abgefahren. Wow. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Okay, die Zugangsklappe scannen wäre hier. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Richtig. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay, ja, wo kriege ich denn jetzt die Schlüsselkarte her? So, das ist abgeschlossen, das ist auch abgeschlossen. So, das hier ist der Tatort. Hier geht der Tatort noch weiter. Die Schlüsselkarte müsste theoretisch irgendwo hier sein. Mal sehen, der ist hier geflogen. Siehst du, so, Katsching. Und dann ist er Kavums. Mal formschön durch die Wand geballert. Ja gut, aber das bringt mir jetzt nicht viel. Ich mache hier mal auf. Hier ist vielleicht die Schlüsselkarte hinter. Siehst du? Natürlich ist sie das. Da scanne ich auch gern nochmal. Städtische Zugangscodes. Das sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Perfekt. Muss ich die denn gar nicht nehmen? Okay, jetzt wird gescannt. Oder gehackt. Okay, Schlüssel justieren. Ja, so unglücklich wird es sicherlich sein. Ja. Das war einfach. So, komme ich jetzt zum Pinguin? Bitte? Lass mich den Pinguin schlagen. Nein. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf.
Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Hab ich das? Ich weiß es nicht. Oh, kann ich hier auch nochmal hacken, oder was? Sieht so aus. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. So, der Enigma. So, Flugverbot, nehme ich mal an. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Schon? Das wüsste ich schon gern. Oh, was ist jetzt? Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Oh, ich muss doch jetzt Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. So, ich muss doch jetzt sicherlich nicht den ganzen Scheiß weg. Hier haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Da magst du recht haben. So, wie komme ich denn zur Karte? Ist das hier Select? So, Enigma. Wo ist er denn? Entschuldige, wo ist denn Edward Nigma? Sehenswürdigkeit. Da würde ich gern hin. Wegmarke setzen. So, aber hier muss ich, denke ich mal, trotzdem erstmal raus. Ich möchte gerne den Riddler selbst sehen. Oh. Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. So, jetzt erstmal hier hin. Hier ist das Ziel gesetzt. Ich guck mal, hier sind auch ganz viele Gegner, aber unbewaffnet. Fliege ich da mal rüber. Auf jedes! So, da sehe ich das Bat-Signal. Und jetzt kriegt der es erstmal hier auf den Sack. So, siehst du? Geht ganz schnell. Und da hilft auch das Zusammenarbeiten nichts, ihr blöden Pisser. Die sehen, wie ich die kalt gemacht habe. Diese Ratzefatze habe ich so kalt gestellt. So, wo ist jetzt hier? Wo ist das Bat-Signal? Ich habe das Bat-Signal verloren. Da hinten. Also geht's erstmal dahin. Ja, ich bin echt. Und du hast nicht den Hauch einer Chance. Du erst recht nicht. So, ich versuche das jetzt hier ohne Schaden. Siehst du, ich habe es quasi beschrien. Ich wollte schon gerade sagen, ich mache das hier ohne Schaden, aber das war letztendlich nichts. Aber das macht so Laune, dieses Kampfsystem. Und ich war mal richtig, richtig gut, auch wenn das nicht so aussieht, just in diesem Moment. So, und mache ich dich kaputt. Siehst du wohl, lief doch ganz akzeptabel. Ich kann zufrieden sein. Gibt's hier irgendwas, was ich vielleicht machen kann? Das wär cool. Okay, da hinten ist das Bat-Signal, muss ich wieder dahin. Und wir schwingen uns durch die Botanik.
So, komme ich da überhaupt schon hin? Ich hoffe es doch mal. Hey, das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Nur über meine Leiche. Wer spricht da? Ah, weißt du, ist mir egal. Ich will jetzt erstmal zum Riddler. Das ist mir wichtig. Ich komme da, glaube ich, aber gar nicht hin. Ist das Jezebel Plaza? Nee. Also man munkelt ja, die Stadt ist noch größer als bei Arkham City. Und das ist schon nicht schlecht. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, gehe ich mal erstmal hier hoch. Da warten bestimmt böse Männer auf mich. Nein, da wartet niemand auf mich. Ist mir auch recht. Da hinten muss ich hin. Na, da bezweifle ich aber, dass ich da hinkomme. Aber probieren geht über studieren. Nee, komme ich nicht lang. Guck ich mal runter. So, Coventry. Komme ich da vielleicht rüber? Ja, hier komme ich tatsächlich lang. Die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln. Aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Ja, machen wir dann. Erstmal Gleittritt. Und los geht's. Zack. Na komm, greift mich an, ihr blöden Spinner. Ich mache euch alle der Reihe nach kaputt. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance gegen Batman. Ah, verdammt, da habe ich doch einen einkassiert. Das soll jetzt aber auch bei dem bleiben. Mehr gibt es nicht. Ich scheiße, ich brauche bessere Kombos. Aber ich will hier mal richtig angeben, aber das schaffe ich, glaube ich, nicht im Let's Play. Ich spiele besser, wenn die Kamera nicht mitläuft. Normalerweise bin ich voll der Free-Flow-Profi. Ich hätte jetzt mal richtig glänzen können und hätte das hier perfekt abschließen können gegen die ganzen Gegner. Aber letztendlich ist doch alles so wie immer. Ich verkacke auf allerhöchstem Grad. Ach, aber es könnte auch schlechter laufen. Obwohl, das ist schon schlecht genug, wie das läuft. Ich wurde schon viel zu oft erwischt. Aber es macht trotzdem so einen Spaß. Oh, ich habe Freude. Jetzt läuft es doch eigentlich gerade ganz gut, sagte er und hat die Kombo verkackt. Mist. Na scheiße. Komm, sterben will ich jetzt nicht noch. Oh Gott, ich sterb gleich. Komm, das kriegen wir noch hin. Oh, ich kann das doch jetzt nicht noch verkacken. Das wäre aber äußerst peinlich. So kurz vor Schluss. Nee, ich hab's geschafft. Verbrechen im Gange abgeschlossen. Und Energie ist wieder da. Sehr schön. Ich war ein Held. Ich habe ein Verbrechen vereitelt. Oh, was war jetzt das? Ach, begnadeter Gesetzeshüter, das hätte auch besser sein können. Gut, aber gehen wir mal weiter zum... Oh, da sind noch mehr. Hey. Wollt ihr auch aufs Maul? Dann kommt her. Ja, ihr habt ein ganz großes Problem. Ich bin Batman. Ich hab Kinder. Tja, da hast du Pech gehabt, denn darfst du kein böser Mensch sein, wenn du Kinder hast. Stufenaufstieg. Ich könnte jetzt weitermachen, aber ich will mich noch ein bisschen hauen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich mit dem Mikro hier klinge. Ich bin, glaube ich, auch viel zu weit vom Mikro weg im Moment. Ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Wie denn? Wie setze ich denn die Greifhakenbeschleunigung ein? Erstmal weiter hier. So, erstmal wieder ein Gleittritt gegen böse Männer. Ausgeschaltet und... Na ja, das war haarscharf, Freunde. Oh, jetzt geht's aber rund hier.
Na, du lass das mal brav liegen. Oh, das wird eng. Ah, Mist, das wusste ich. Das konnte ja nichts werden. Da war ich unachtsam. Lass das liegen. Ah, oh, Mist, ich wusste nicht, dass der noch aufsteht. Aber jetzt haben wir's. So, ich habe jetzt leider nicht gelesen, wie das jetzt mit den Greiferhaken funktioniert. Ah, okay. Und dann kann ich auch gleich weiterfliegen. Das ist sehr praktisch. So machen wir das denn schnell. Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach oben tuppelt, wird sich den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauer-Kreatur. Ich trippel nicht. So, es wird viel erzählt, aber das ist... Oh, scheiße, jetzt habe ich die Kombo wieder versaut. Ständig versaue ich diese verdammten Kombos, verdammt blödes Mistschwein. Na, eben hätte ich schon fast gedacht, ich versaue es wieder. Habe ich aber letztendlich doch nicht. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich im Livestream weiterspiele oder ob ich das für mich alleine weiterspiele. Weil das ist ja hier schon so eine richtige Bud Spencer-Show. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. So, auch das war weiter kein Problem. So, muss ich lang? Hier lang? Da lang? Nee, ich glaube, hier wird das schon richtig sein. Hoffe ich. Ja, hier bin ich, glaube ich, richtig. So, wo ist jetzt... Scheiße, bin ich hier wirklich richtig? Oh, das wäre aber ärgerlich, wenn nicht. Scheiße, dass der Bus uns nicht in diese Kopfgeldsache einbezogen hat. Ach ja? Du denkst also, du hast das Zeug, die Fledermaus auszuschalten? Warum denn nicht? Naja, vielleicht weil er ein verdammtes fliegendes Monster ist und du bist... Die Fledermaus ist nicht so hart. Okay, dann lasse ich die erstmal da bleiben und guck da hinten weiter. Weil hier muss ich definitiv lang. Weil, ach komm, die machen wir auch noch schnell kaputt. Jo. Und ein bisschen schneller. Hi, ich bin Batman. Ihr kennt mich nicht, aber ich bin euer Untergang. Na, Mist. Ich hab's zwar kommen sehen, aber ich hab dann doch wieder zu spät reagiert bei dem Ganzen. Aber das macht nichts, weil ich bin Batman, ich darf das. Weil Batman darf einfach alles. Weil er ist ja Batman. Eine Schlägerei, ja. So eine ganz zünftige Schlägerei. Oh, bin hier mal gespannt, ob ich das schaffe. Obwohl, mit der Energie sieht es gar nicht so schlecht aus. Das ist unser Revier. Ah, Mist, da habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Das passiert den Besten. So, und jetzt von einem Gegner zum anderen. Das war doch einfach. Freunde, das war einfach. Aber ich will noch zum Riddler. So, wo geht es? Da geht es hin. Okay, und los geht's. Und wir beeilen uns auch schön. Erst der Riddler, dann der dreckige Rest. Komm, scheiße, ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Oh, das... Oh, es ist windig. Nee, ich glaube, ich komme nicht zum Riddler. Das wäre aber äußerst ärgerlich. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein 10-10 mehr. Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Na gut, dann kümmern wir uns um den Riddler.
später, wenn wir erstmal zum Jessupol Plaza müssen, dann muss das halt so sein. So, hier soll's hingehen, bitte. Ja? Nee, nicht hier. Oder? Oh, wenn schon, bitte auf die Karte. Nee, doch, da muss ich. Theoretisch muss ich da hin. Ja, machen wir das mit der... Nee, mit der Schnellreise nicht. Da muss ich irgendwie langkommen. Die Frage ist bloß wie. Wenn du haben willst, musst du die Steuer zahlen. Du bist tot. Alle Blocks stehen zur freien Verfügung. Dann treiben wir die Steuer halt auf die harte Tour ein. Freunde, nicht mit Commander. Komm, greif mich mal an. Hier. Du kriegst als... So, wieder so ein... Oh, das wird haarig, weil der ist wieder so ein gepanzerter... Oh, scheiße. Das ist so einer mit dem Messer. Ich weiß nicht mehr, wie ich die kaputt haue. Das könnte jetzt schwierig werden. Ich schneide dich in Streifen. So, weg und halt... Okay, verstehe. Okay, das ist nicht so einfach, die Messertypen zu kriegen. Die Party ist schon vorbei? Ich bin doch gerade erst warm geworden. Da hat leider den Kommentar zerschossen, aber trotzdem bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich fand's super. Und ja, eventuell geht dieses Spiel im Livestream weiter. Muss ich mal gucken, wie ich so drauf bin. Und ich wünsche denn schon mal frohes Schaffen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.